Dieses kurze Beispiel zeigt sehr schön, wie wichtig es ist, sich mit dem Schnitt in die Bewegung hinein zu beschäftigen. Wie diese kleine Zauberei entstanden ist, zeige ich Ihnen in wenigen Minuten. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. In diesem Teil unserer Serie Die Tipps und Tricks der TV-Profis geht es um den Bewegungsschnitt. Im ersten Teil hatte ich Ihnen erklärt, wie Sie einen harten Schnitt elegant umgehen können, indem Sie den Ton etwas früher oder später kommen lassen, und zwar mit einem sogenannten L- und J-Schnitt. Wenn Sie den kurzen Schulungsfilm noch nicht gesehen haben, dann schauen Sie sich am besten mal an, denn auch dieser Trick wird in diesem Tutorial verwendet. Bestimmt ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in Fernsehsendungen in der Regel immer nur ein harter Schnitt verwendet wird. Dennoch sehen die Übergänge sehr elegant aus. Die Methode dahinter ist eigentlich sehr einfach. Zum einen hat es etwas mit dem Ton zu tun und zum anderen wird fast immer in die Bewegung hineingeschnitten. Der Grund ist sehr simpel, denn unser Auge folgt immer der Bewegung. Und so lässt sich natürlich die Aufmerksamkeit des Zuschauers hervorragend beeinflussen. Dazu gleich ein Beispiel. Ich spiele den Clip auf der Timeline einmal ab, beziehungsweise die beiden Clips. Noch einmal. Dieser Übergang funktioniert deswegen so gut, weil ich in die Kopfdrehung des Tieres geschnitten habe. Und so ist es auch problemlos möglich, von einer recht weiten Einstellung in eine sehr nahe Einstellung hineinzuschneiden. Dazu kommt, dass der Ton durchgängig ist. Es gibt also keinen harten Schnitt oder einen Bruch in den Geräuschen. Ich zeige Ihnen ein weiteres Beispiel. Auch hier ein sehr eleganter Übergang durch den Schnitt in die Bewegung hinein. Ich zeige Ihnen das mal langsam. Bestimmt ist Ihnen gar nicht aufgefallen, dass die Kleidung des Jungen sich komplett ändert. Hier hat er zum Beispiel keine Socken an, hier hat er Socken an und auch die Farbe des T-Shirts ändert sich. Das funktioniert deswegen, weil Sie auf die Bewegung geachtet haben. Ich zeige sie nochmal. Dazu kommt ein Kameraperspektivwechsel. Die Kamera steht hier seitlich und wechselt dann auf die Front. Auch hier hilft der durchgängige Ton, den Übergang noch etwas sanfter zu gestalten. Ein weiteres Beispiel. Betrachten wir den Schnitt etwas näher. Die beiden Clips passen sehr gut zusammen. Diesmal hat der Junge auch das gleiche T-Shirt an. Was ich Ihnen an dieser Stelle zeigen möchte, ist Folgendes. Achten Sie mal auf die Armbewegung. Der Arm ist hier noch hinter dem Kopf, während er im nächsten Clip bereits schon sehr weit vorne ist. Warum habe ich das gemacht? Das hat unter anderem etwas damit zu tun, wie wir gelernt haben, Filme zu sehen. Denn wir akzeptieren, dass eine Szene oder auch ein Film aus kleinen Bausteinen entsteht, die sogenannten Einstellungen. An jeder Einstellung folgt natürlich ein Schnitt. Und jeder Schnitt ist für uns ein kleiner Zeitsprung. Das können Sie vergleichen mit einem Blinzeln. Immer dann, wenn unsere Augen zu und wieder aufgehen, ist etwas Zeit vergangen. Wir interpretieren also jeden Schnitt mit einem kleinen, winzigen Zeitsprung. Und in dieser Zeit ist natürlich etwas passiert. Würde ich den Arm genau auf die gleiche Position schneiden, wäre der Schnitt wesentlich uneleganter. Ich lasse es nochmal laufen. Probieren Sie es einfach mal mit Ihren Einstellungen aus. Sie werden merken, die Übergänge werden besser. Durch den Schnitt in die Bewegung ist es sogar möglich, zwei komplett unterschiedliche Szenen miteinander zu verbinden. Dazu ein Beispiel.
Auch das hier funktioniert sehr gut, weil unser Auge der Bewegung folgt. Ein weiteres Beispiel. Auch diesmal geht es wieder um den Schnitt in die Bewegung. Ich möchte Sie dafür sensibilisieren, auch auf die Richtung zu achten. Wenn also ein Objekt, hier der Mann, von links nach rechts geht, also rechts aus dem Bild hinaus, dann muss er auf der linken Seite wieder hineinkommen. Diese Regeln kann man natürlich brechen, um auch etwas Irritierung in einem Schnitt zu erzeugen, aber grundsätzlich ist das eine Regel, die befolgt werden sollte. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich diesmal nicht in die Bewegung hineingeschnitten habe, sondern ich habe die Person erstmal hinausgehen lassen und dann umgeschnitten. Das ergibt eine etwas andere Betonung, denn damit lege ich jetzt etwas mehr den Ort in den Fokus der Geschichte. Ich sehe einen Mann, der sich auf etwas vorbereitet, ihr klingelt es vielleicht, er geht raus und ich sehe, er geht zur Tür, also es wird jemand davor stehen. Ja, er erwartet eine Dame zu Besuch. Auch das Tempo spielt hier eine Rolle. Durch die zeitliche Verzögerung wird etwas mehr Spannung aufgebaut. Ich werde jetzt als nächstes die beiden Clips wieder umstellen, um in die Bewegung hineinzuschneiden. Dazu kopiere ich die einfach. Und kürze sie etwas. Ich schneide jetzt wieder in die Bewegung und hier ist der Trick, dass ich den Herrn nicht komplett aus dem Bild rausgehen lasse, sondern ich schneide etwas weiter vorne ab. Ich drücke die Taste M auf der Tastatur und hier genau das gleiche in der nächsten Einstellung. Lasse ich ihn bereits schon etwas ins Bild hineinkommen. Schauen wir uns die Wirkung an. Sie sehen, der Herr geht jetzt viel dynamischer zur Tür, also die Wirkung ist eine etwas andere. Während er im ersten Beispiel etwas mehr zögert, zur Tür zu gehen, kann er es hier kaum erwarten, seine Dame zu begrüßen. Das ergibt natürlich letztendlich auch eine andere Aussage für die Geschichte. Achten Sie nochmal auf den Übergang. Dadurch, dass ich den Schauspieler nicht komplett aus dem Bild herausgehen lasse, wirkt der Übergang sehr fließend. Es lassen sich natürlich noch unzählige Beispiele finden für einen Schnitt in die Bewegung, aber ich denke, die Grundlagen sind Ihnen jetzt klar geworden. Als Filmer sollten Sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Wir haben dazu auf unserer Webseite ein Booklet zur Verfügung gestellt, in dem wir sehr viele Tipps und Tricks verraten in Bezug auf das Filmen und Schneiden. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter mit vielen Informationen und Sie erhalten das Buch kostenlos. Zum Schluss zeige ich Ihnen jetzt noch, wie ich den kleinen Jungen weggezaubert habe. Das Ganze besteht aus zwei Einstellungen. Schauen wir kurz mal rein. Das ist die erste Einstellung und die zweite. Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass ich in beiden Einstellungen mit der Hand einmal durchs Bild wische und genau das benutze ich dazu, um den Übergang zu erstellen. Ich suche mir erstmal die Stelle, wo die Hand durchs Bild wischt. Auch hier, wie Sie es eben gesehen haben, ich lasse sie nicht komplett aus dem Bild rausgehen. Schneide den Rest ab, gehe in die nächste Szene hinein. Mache genau das Gleiche, nur dass hier die Hand natürlich schon im Bild sein muss. Hier nehme ich mir den Schluss heraus. Schneide den Anfang ab. Bringe die beiden Clips zusammen, habe jetzt also hier direkt in der Hand den Übergang. Sie sehen schon, wie elegant das wirkt. Und jetzt benutze ich auch wieder die Möglichkeit des J-Schnitts, das heißt, ich werde den Ton
der zweiten Szene verlängern, denn ich habe ja zusätzlich noch so ein Geräusch mit aufgenommen, um noch mehr abzulenken. Ich klappe das mal aus. Sehe ich jetzt hier noch nicht, aber ich weiß, dass ich es natürlich drauf habe. Ich drücke die Alt-Taste hier in Edius. Und jetzt verschiebe ich einfach den Ton weiter und hier sieht man auch sehr deutlich am Ausschlag, dass dort dieses Geräusch liegt. Ich gehe nochmal hoch, da sehen Sie, dass das Geräusch jetzt vor dem Bildschnitt kommt. Wie gesagt, dieses Thema habe ich im ersten Teil schon ganz genau besprochen. So, schauen wir uns das Ergebnis an. Noch einmal groß. Ein kleiner Zaubertrick mit großer Wirkung. Mit Edius kann ich so etwas sehr schnell erstellen. Eine kostenlose Demo-Version zu dieser hervorragenden Software finden Sie auf unserer Webseite.